Nach einer Corona-bedingten Pause von 2 Jahren hat vor kurzem im Golfclub St. Lorenzen im Mürztal wieder das beliebte ECE-Golfturnier stattgefunden. Und das mit einer großen Teilnehmerzahl und zur Freude von ECE-Boss Heribert Kramer. Es war 2 Jahre ein bisschen Pause und wir feiern heuer bereits das 12. ECE-Golfturnier. Ich habe damals einmal begonnen und habe gedacht, okay, ich mache es einmal. Und dann ist es vorbei, aber es hat sich herausgestellt, dass also das sehr beliebt war von Beginn weg und so, dass ich ja das jedes Jahr jetzt gemacht habe und heuer, wie gesagt, bereits das 12. Mal. Es ist immer wieder schwierig, weil wir wieder uns was Neues einfallen lassen müssen, aber ich denke, heute ist es wieder gelungen, indem wir die Siegesfeier in dem größten, schönsten und hoffentlich besten italienischen Restaurant der Obersteiermark feiern können. Turnierleiter war in perfekter Weise wieder der Kapfenberger Bürgermeister außer Dienst, Klaus Prischl. Ich freue mich sehr, dass wir wieder ein Premium-Turnier durchführen dürfen mit Sponsoring vom Herrn Kramer vom ECE. Es ist ja das 12. Turnier und ich bin ja gefragt worden, was ich vom ECE halte. Heuer gibt es 30-jähriges Jubiläum und ich habe gesagt, das ECE ist deshalb etwas Besonderes, weil es mehr ist als ein Einkaufszentrum. Es gibt ja viele Aktivitäten, die sich im ECE abspielen und darum gibt es auch dieses Golfturnier und ich bin sehr dankbar. Trotz des eher bescheidenen Wetters zu Beginn des Turnieres waren alle in bester Laune und haben den Tag beim 12. ECE-Golfturnier wahrlich genossen und die Faszination Golf so richtig ausgenützt. Faszination ist sicher, dass du in der grünen in der Natur bist und dass du 4 bis 5 Stunden in der frischen Luft sein kannst und in schönen Gegenden. Und das ist also wirklich, denke ich, für viele eben das, dass sie es machen. Die Faszination Golf ist, dass man es nie erlernt und hofft, wenn es ein paar gute Schläge gibt, dass die bleiben. Und wenn es weniger gute gibt, dann denkt man sich, vielleicht wird es in der nächsten Runde besser. Also es ist ein Sport, wo man nie fertig ist, aber trotzdem ist er faszinierend. Sieger waren sie alle bei diesem Turnier. Trotzdem will ich die Gewinner namentlich nennen. Bei den Damen gewann Doris Klein vom Golfclub St. Lorenzen und der Sieger bei den Herren heißt Paul Bichler vom Golfclub Trofeiach. Für Turnierleiter Klaus Prischl und ECE-Chef Heribert Kramer galt eher der olympische Gedanke. Dabei sein ist alles. Abschließend aber noch die Frage, darf ein Turnierleiter überhaupt mitspielen? Ja, ein Turnierleiter darf mitspielen. Es ist ja so, beim Golf spielt man ja nur gegen sich selbst. Es ist auch ein Ehrensport. Man soll sich selbst nicht betrügen. Das gilt auch für das Leben so und darum darf man auch als Turnierleiter spielen. Alles in allem ein schönes Turnier des ECE Kapfenberg und beste Bedingungen wieder einmal auf der 9-Loch-Anlage des Golfclub St. Lorenzen im Mürztal.